Andreas Kalbitz, Fraktionschef Brandenburg, Landesvorsitzender der AfD Brandenburg und im Bundesvorstand der AfD Deutschland. Bitte schön, Andreas. Danke sehr, ich freue mich, hier zu sein. Wieder mal in Sachsen. Ich bin ja jede Woche in Sachsen. Das war bei Lomatsch. War auch eine sehr schöne Veranstaltung mit Björn Höcke und Jörg Fuhrmann zusammen. Das ist natürlich ein Heimspiel hier. Ja, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist ein anderes Pflaster als Wuppertal oder Bielefeld. Da glaube ich, dass es da an frischer Luft mangelt. Wenn ich sehe, was da politisch passiert. Im Westen, aber das ist zum Glück weit weg. Noch. Noch ist das weit weg. Es vollzieht sich aber eine Veränderung mit rasenden Schritten, die uns hier auch trifft. Trifft uns, wie wir es für mich aus, die uns hier auch trifft, so nach und nach. Das mit dem dunklen Deutschland, da will ich mal eine Bemerkung zu machen. Ich weiß gar nicht, ob wir die richtigen Leute anziehen, wenn wir den Ruf haben, der dann dazu führt, dass alle herkommen. Ja, da bin ich ja nicht so sicher. Also ich fühle mich wohl in unserem Dunkeldeutschland. Ja. Rund vier Wochen noch bis zur Wahl. Und der Wahlkampf wird härter. Das wird ganz klar, wir haben das jetzt schon gesehen in Sachsen. Hier wird also getrickst, bis der Arzt kommt. Ich erinnere noch an diese Aufstellungsliste. Wir haben das in Brandenburg übrigens auch gehabt, dass wir zwei getrennte Aufstellungsversammlungen gemacht haben für die Kandidaten zur Wahl. Da hieß dann, ja, da ist das Wahlgesetz ein bisschen anders. In Brandenburg geht's, in Sachsen geht's nicht. Das ist natürlich alles Kompromiss. Ja, es geht um Machterhalt, um jeden Preis. Und da braucht man sich auch nichts vormachen. Es war ja, die Justiz ist so unabhängig und die entscheiden das alles völlig neutral. Wir wissen, es ist nicht so. Ja, wir wissen, und deshalb führen wir ja in Brandenburg den Wahlkampf unter dem Motto Vollende die Wende. Also wir führen eine Wende 2.0 Wahlkampf. Wir sagen, die Wende ist noch nicht vollendet. Wenn wir uns in der Realität dieses Landes umschauen, stellen wir fest, die Erwartungen mit dem, was 1989 die Rennstoffstraße getrieben hat, die wurden nicht erfüllt oder schnell enttäuscht. Wer hätte das gedacht, dass wir 30 Jahre nach der Wende wieder in einer Situation sind, dass wir, was Meinungsfreiheit, oder ich kann ja gerade existierende Meinungsunfreiheit angeht, wieder genau überlegen, wem wir was erzählen. Wir überlegen uns alle genau, was erzählen wir eigentlich am Arbeitsplatz, was erzählen wir den Kollegen, was erzählen wir im Verein, was erzähle ich denn am Küchentisch, damit die Kinder das nicht in der Grundschule rausquatschen. Das ist alles, sind alles Dinge, die wir hatten gedacht, das verbunden zu haben. Ja, wenn sich die Medien angucken, ist ja genau dasselbe. Ist ganz egal, welchen Kanal der aktuellen Kamera sie da anschalten, ob das RTL ist oder ZDF. Ja, der große Nachteil ist bei den sogenannten Öffentlich-Rechtlichen, wir zahlen das auch noch. Ja, wir dürfen das auch noch zahlen. Und deshalb ist die Position der AfD ganz klar. Wir brauchen keine Zwangsgebühren für Zwangsmedien, die Zwangswahrheit verbreiten. Und deshalb muss die GEZ, die sogenannte Gebühr, jetzt heißt es ja Rundfunkgebühr oder Rundfunkbeitrag, Gebühr ist ja auch ganz böse, muss das weg, das muss abgeschafft werden, das ist ein riesen Selbstbindungsladen. Die letzte Intendantin, die letzte RBB-Intendantin in Brandenburg ist mit einer Pension von 12.000 Euro im Monat in Rente gegangen. 12.000 Euro im Monat. Und ich will diese Menschen ja nicht in die Armut schicken, das will ich ja gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Dame mit 3.000 oder 4.000 Euro im Monat ein ganz knappes Auskommen noch hat. Ja, und das schafft zu überleben. Ja, wenn ich überlege, meine Mutter hat nach 40 Jahren Arbeit und zwei Kindern 584 Euro Rente bekommen. Das hat noch nicht mal mehr für Medikamente gereicht am Schluss. Und das ist eigentlich, wofür die AfD steht. Wir stehen gegen diese Ungleichheit, die wir erleben. Wir erleben eine immense Ungleichheit in allen Bereichen. Wir erleben das in der Medizin, wir haben doch längst eine Mehrklassenmedizin. Alles andere ist doch Blödsinn. Das widerspricht doch völlig der Realität. Wir haben auch eine Mehrklassenbildung. Die ganzen Globalisierungsjetter, die schicken ihre Kinder nicht auf Problemschulen. Ja, natürlich sind deren Kinder auch mit Ausländern zusammen, aber auf der Diplomatenschule, in einer ganz anderen Preisklasse. Da gibt es auch keine Probleme mit Messern auf dem Pausenhof. Und das sind die Leute, Dr. Dauland hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, somewheres and anywheres. Das ist eine kleine Globalisierungselite und das sind auch die Globalisierungsgewinner.
Weil was hat uns denn die Globalisierung, und erzähle ich in einem gewissen Schritt auch den Euro dazu, was hat das den Menschen denn gebracht? Was hat das den Menschen gebracht? Wir erleben immer, ja, die Wirtschaft wächst, die Wirtschaft wächst. Das ist einerseits, mag das richtig sein, aber das Wirtschaftswachstum hat sich längst vom Wohlstandswachstum entkoppelt. Früher war es immer so, dass man gesagt hat, wenn die Wirtschaft wächst, dann machen die Firmen auch Arbeitsplätze, dann gibt es Arbeit für alle. Das ist doch längst vorbei. Wenn wir jetzt erfahren, dass die Unternehmen immer weiter Arbeitsplätze abbauen, obwohl sie Gewinne einfahren, dann stimmt diese ganze Ordnung nicht mehr. Und das ist, wo die AfD hinwollen will. Wir brauchen wieder eine soziale Marktwirtschaft. Wir haben ja keine soziale Marktwirtschaft. Wir haben einen völlig enthemmten Raubtierkapitalismus. Die Regierung und Großunternehmen haben sich dieses Land zur Beute gemacht. Die haben damit angefangen nach 1989 mit der Treuhand. Ja, es waren viele Unternehmen nicht mehr sanierungsfähig. Aber es sind viele gesunde Unternehmen kaputt gemacht worden, weil sich der Westen damit Konkurrenz vom Hals geschaffen hat, auf Kosten vieler tausend Menschen. Auf Kosten vieler tausend Menschen, die ab den 90ern, die Älteren wissen das noch, man nennt es immer Erwerbsbrüche, heißt das so Politikerdeutsch. Ja, die dann in der Arbeitslosigkeit neue Berufe lernen mussten, mit wenig Perspektive. Das ist die Situation, die wir hatten. Wo sind wir jetzt? Dann kam der Euro, da wird der Euro eingeführt, mit großen Versprechungen der Euro, eine ganz tolle Sache. Ja, da kamen ja Argumente, Scheinargumente, die waren ja blöd, das nicht zu überbieten. Ja, der Euro ist so praktisch, da brauchen wir wohl auch kein Geld mehr zu wechseln. Naja, der 64-jährige Ex-Melker aus Mecklenburg-Vorpommern, der braucht im Urlaub gar kein Geld mehr wechseln, der fährt nämlich nicht mehr in Urlaub, weil er sich überhaupt nicht leisten kann. Das ist nämlich die Realität in unserem Land und deshalb muss man sich ja genau angucken, wer zahlt eigentlich, wer profitiert. Und es betrifft ja die EU als Ganzes, auch als Deutschland. Wir sind, jetzt sind die Briten ja weg, wir sind der größte Nettozahler und das Schlimmste, deshalb wird ja auch den Briten bei dieser ganzen Brexit-Geschichte ständig das Bein gestellt. Das Schlimmste, was diesen EU-Bürokraten nämlich passieren kann, ist, dass die Briten nach einer kurzen Talfahrt besser dastehen. Und dann können Sie mal erwarten, was in Osteuropa passiert. Dann sagen nämlich die Ungarn, die Polen, die Tschechen, die Slowaken, wisst ihr was? Ohne uns. Und das ist eine Entwicklung, die wir haben. Die EU hat nicht zur Stabilität in Europa beigetragen. Das muss man ganz klar sagen. Und wir wollen ja nicht raus aus Europa. Das ist ja auch mal, hat man mal Journalisten, aber Herr Kalbes, wollen Sie raus aus Europa? Also ich finde, ich stelle mir das geografisch ganz schwierig vor. Ja, offensichtlich hat der Mann auch in Erdkunde nicht aufgepasst. Aber was wir nicht wollen, ist diese EU. Weil es ein riesiger, undemokratischer Verwaltungsapparat, Moloch geworden ist. 80% der Gesetze zum Thema, alle Macht geht vom Volke aus, stehen im Grundgesetz. 80% aller Gesetze werden inzwischen in Europa gemacht. Und das sind ja nicht nur diese wahnwitzigen, Jörg Beuth führt das mal so schön aus, die ganzen wahnwitzigen Verordnungen, Seiten, wie sieht eine Pizza Neapolitana aus, Gurkenkrümmung, Staubsaugerwattzahlen. Mir konnte bis heute keiner erklären, warum da nach der EU-Kondomverordnung ein Kondom 30 Liter aushalten muss. Das habe ich auch nicht verstanden, praktisch. Also gibt es ja einen hanebüchenen Blödsinn, der da drin steht. Mit sowas beschäftigen sich die ganzen Tage. Ja gut, vielleicht gehöre ich nicht zur Leistungsklasse, das Namens. Mit sowas beschäftigen sich den ganzen Tag. Das ist absurd, aber alles auf unsere Kosten. Ja, und das ist eine Entwicklung, die wir nicht haben wollen, weil wir mit Blick auf unser Land feststellen, dass sich wesentliche Dinge verändern. Unser Land verändert sich, und zwar nicht nur in den großen Städten, auch auf den kleinen Städten, an den kleinen Bahnhöfen. Unser Land hat sich verändert. In ganz vielerlei Hinsicht. Einige Themen sind schon angesprochen worden. Ich komme natürlich nicht umhin, in einem bunten Strauß das mal abzureißen. Wir haben das ja alle erlebt, früher waren das ja Phänomene. Wenn man jemanden, der älter ist, vor 20 Jahren gesagt hätte, du kannst nachts, deine Tochter kann nachts nicht sicher in einer deutschen Großstadt in der U-Bahn fahren, hätte jeder gesagt, das ist bekloppt. Das ist vielleicht da drüben in Amerika oder so, ja, aber nicht bei uns. Und wir haben uns inzwischen, weil das ein schleichender Prozess ist, wir haben uns inzwischen an viel zu viel gewöhnt. Wir nehmen ja viel zu viel hin inzwischen. Weil dieses Gift schleichend verabreicht wird. Und wenn es darum geht, dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, das AfD, dann geht es im Grunde um nichts anderes als die Rückgewinnung von Normalität. Was meine ich damit?
Sie entsinnen sich, zumindest die Älteren, sie entsinnen sich an der Welt, da haben sie in ihrem Ort, in ihrem Dorf, ist egal wo, das Auto unabgeschlossen vor der Straße, auf der Straße stehen lassen, der Geldbeutel lag drin und was ist passiert? Nichts. Das ist dieselbe Zeit gewesen, als man, egal auf welcher Ebene, seine Arbeit gemacht hat, vernünftig davon leben konnte und wenn man gespart hat, war auch noch im Urlaub drin. Das war dieselbe Zeit, wo man nach 40 Jahren in Rente gegangen ist und niemand, das waren Bilder, die gab es in Deutschland noch nie, dass alte Menschen den Müll suchen müssen, um überhaupt ruhig zu bleiben. Das gab es noch nie in der deutschen Geschichte. Das muss dieselbe Zeit gewesen sein, als meine Tochter nachts noch durch den Wald laufen konnte und ich wohne auch auf dem Dorf und wir nicht nervös waren oder sie haben mich sowieso immer abgeholt haben, damit sie wieder sicher zu Hause ankommt. Das muss diese Zeit gewesen sein, wo man sich nicht dachte, was ist im Alter? Was muss ich mein Häuschen verkaufen, wenn ich mal gepflegt werden muss, was alles unbezahlbar geworden ist? Das war eine Zeit der Sicherheit und der Stabilität. Und es ist nichts, was ich irgendwie für bedenklich halte. Was heißt, er hat er rechts? Ja, ich glaube ja sowieso an das ganze Rechts-Links-Schema nicht. Das halte ich für völlig obsolet. Es gibt nur einen Maßstab für mich im politischen Handeln. Und zwar ist es die Entscheidung nach dem Kriterium, was ist gut für mein Land oder was ist schlecht für mein Land. Und keiner muss... Und keiner muss grün sein, um für Umweltschutz... auch das kleine Zopfmädchen komme ich mit. Keiner muss grün sein, um für Umweltschutz einzutreten. Keiner muss rot sein, um sozial zu sein und gegen Armut einzutreten. Und keiner muss schwarz oder konservativ, früher fand ich ja mal konservativ, ne? Die Älteren finden sich noch ein bisschen, um für Sicherheit einzutreten. Das ist alles Blödsinn. So agiert die AfD auch in den Parlamenten. Für uns ist nicht entscheidend, von wem kommt der Antrag. Für uns ist entscheidend, ist der sinnvoll oder ist der nicht sinnvoll. Da habe ich doch keinen Schmerz, ob der von den Linken kommt oder von den Grünen, ist mir doch ganz egal. Die Frage ist doch, was steht drin? Das machen die anderen natürlich nicht so. Das kennen die Kollegen in Sachsen auch. Wir können einbringen, was wir wollen, wird immer abgelehnt. Ja, wir können auch Frischluft für alle fordern. Das heißt, oh, so schöne x-le Menschen, die Luft geht raus. Ja, es ist immer derselbe Blödsinn. Es wird immer abgelehnt. Und das unterscheidet uns eben. Und wie weit die gehen, haben wir ja in Görlitz gesehen. Da geht es nur noch um Machterhalt. Die Nationale Front, die alten kennen das auch, die Nationale Front ist wieder da. Ja, da ist sie wieder, noch ergänzt durch Kirchen, Medien, der komplette Einheitsblock stellt sich gegen die AfD, weil sie keine Argumente mehr haben. Erst sind die Sachargumente ausgegangen, die Nazi-Keule hat auch nicht funktioniert. Ja, da war die Strategie eine Weile immer auf mit der Nazi-Keule. Also es ist ja heute auch, wir leben ja in einer Werteverschiebung, die ganz beträchtlich ist. Ich habe mich zu diesem Links-Rechts-Schema schon geäußert. Mir ist das in der Sache übrigens egal. Das heißt, sie brennen rechts. Aber was ist denn das? Also wenn rechts bedeutet, dass ich morgens um 6 aufstehe, arbeiten gehe, um meine Familie durchzubringen. Wenn rechts bedeutet, dass ich der festen Überzeugung bin, dass man das Geschlecht seiner Kinder nach der Geburt, bei meinem Rhein war es so, durch den Blick erkennt, ja, und sie sich das nicht morgens googeln oder täglich noch aussuchen. Ja, wenn es bedeutet, rechts zu sein, wenn es bedeutet, recht zu sein, dass man an Regeln glaubt, an Gesetze, an die man sich halten muss, ob es einem gefallen oder nicht, ist völlig unmaßgeblich. Und das ist ja ein ganz wichtiger Kernpunkt für die AfD, an Heimat glaubt. An Heimat, Identität und die Traditionen, die wir haben. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Markenkern. Weil für mich ist eines klar, wir werden irgendwann in der Politik Kompromisse machen müssen, wenn es um Entscheidungen geht. Aber es gibt Dinge, da bin ich nicht bereit, Kompromisse zu machen. Heimat ist ein Menschenrecht. Und Heimat ist für mich nicht verhandelbar. Und ihr könnt in die letzten Jahre, wir leben ja sowieso in der Welt des induzierten Irreseins in allen Bereichen. Also der Heimatliebe ist jetzt ein Verbrechen. Heimatliebe ist plötzlich ein Verbrechen. Da werden ja auch, es geht ja auch um die Umwertung der Werte. Familienpolitik ist ja ein Thema für sich, komme ich auch noch drauf. Familie ist ja zwischen alles. Das hat ja früher war das ganz klar benannt im Grundgesetz. Die Familie steht unter besonderem Schutz des Staates. Da war natürlich eine klassische Familie, Mann, Frau, Kind, Kinder gedacht. Ja, zwei Männer, ein Möbelstück, eine Frau, zwei Möbelstücke, weiß man alles gar nicht. Heute ist ja alles Familie, ist ja beliebig. Ja, ich habe neulich in der Zeit, in der Zeitschrift Die Zeit, einen Artikel gelesen,
der eigentlich bezeichnet war für den Zustand in dem dieses Landes. Da ging es um Objektsexualität. Das war der eine oder andere, was ist denn das? Wusste ich auch nicht vorher. Ja? Also Objektsexualität, da hat sich eine Frau in einen Kran verliebt. Da lachen Sie, da beschäftigen sich allen Ernstes Wissenschaftler mit. Da hat sich eine Frau in einen Kran verliebt. Nun liegt es ja im Charakter so einer Baustelle, außer dem BER in Brandenburg, dass sie irgendwann mal weg ist. Dann hat die Frau natürlich ein Trauma gehabt. Ja. Mit so einem Unsinn, wird sich hier in diesem Land beschäftigt und das ist ja, und das wird ja auch in Begriffe umgesetzt. Mir wurde mal gesagt von irgendeinem Linken, ich hätte ein heteronormatives Geschlechterbild. Dachte ich mir erst, boah, das hört sich echt schlecht an, vielleicht gehst du mal in die Apotheke und holst dir was dagegen. Ja, was heißt denn das heteronormatives Geschlechterbild? Ich stehe auf Frauen. Ja, das ist ein heteronormatives Geschlechterbild. Also das ist alles auch in den Begriffen, eine Umwertung, die da stattfindet, der wir uns entgegenstellen wollen, weil wir Normalität wollen, als AfD. Und wenn uns dann vorgeworfen wird, oder mir auch, sie fordern ja allen Ernstes, dass das Geld, das die Deutschen erwirtschaften, zuerst für die Deutschen eingesetzt wird. Natürlich fordere ich das, weil es die normalste Sache der Welt ist. Und alles andere wäre ja unnormal. Alles andere wäre ja unnormal und wir merken, dass es war Milton Friedman, der mal gesagt hat, wir werden uns entweder offene Grenzen leisten können oder ein solidarisches Sozialsystem. Beides wird es nicht geben und das ist eine mathematische Rechnung, das ist keine Frage der politischen Haltung, wo ich stehe. Und es ist natürlich, wenn wir uns die absoluten Zahlen auch mal anschauen, was diese ganze sogenannte Flüchtlingskrise angeht. Was hat uns das an Kräften gekostet, diese über 1 Million Menschen hier unterzunehmen, was hat das verändert bei uns, das ist ein anderes Thema noch. Diese 1 Million Menschen wird in Afrika alle 14 Tage nachgeboren. Wir retten hier überhaupt nichts. Wir retten die Menschen vor Ort, indem wir die Ursachen bekämpfen, da wo sie herkommen, aber nicht, indem wir hier die Kleinstädte vollstopfen mit Menschen. Die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, und es war ja auch die AfD, die das erste Mal klargemacht hat, das Problem heißt Islam. Das Problem heißt Islam. Es geht nicht darum, dass Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. Düsseldorf. Düsseldorf hat die größte japanische Gemeinde in Deutschland. 30.000 Japaner leben in Düsseldorf. Haben Sie mal gehört, dass in Düsseldorf irgendwelche Gruppen untereinander, rivalisierende Gruppen mit Zaunlatten am Bahnhof aufeinander losgehen? Haben Sie mal erlebt, wo es maßgebliche Probleme gibt mit Hindus in Deutschland? Haben noch nie was gehört. Nein, es geht darum, dass hier allen Ernstes diese ganzen Willkommensfetischisten und Deutschlandabschaffer glauben, dass irgendwer, der 20 Jahre lang in einem afghanischen Bergdorf sozialisiert wurde, musste zur Tagesordnung gehörte, Frauen zu steinigen, dann über einen großen Teich kommt, auf der Fahrt immer nur seinen Pass verliert, nie sein Handy, stolpert hier über die Grenze, ist dann plötzlich 12, Sie kennen den 12-jährigen Syrer mit Bart, ist dann plötzlich 12, dann wird vorne ein Deutschkurs reingekippt und er kriegt dieses von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung so eine Comic-Broschüre, was man so mit deutschen Frauen machen darf und was sie nicht so mögen. Ja, dann kriegt er die Broschüre noch und dann kommt hinten ein Deutscher raus. So ein Blödsinn und so funktioniert es natürlich nicht. Und wenn es darum geht, Menschen aufzunehmen, das muss man ganz klar sagen, die AfD steht zum Grundrecht auf Asyl. Jeder, der wirklich politisch verfolgt ist und Menschen, die wirklich aus Kriegsgebieten flüchten, die sollen auch Schutz finden. Mir kann aber keiner erklären, warum das durch sichere Drittstaaten erfolgt. Das kann mir keiner erklären. Und dann stellen wir fest, es geht eigentlich um eine Einwanderung in die Sozialsysteme. Es geht um die Einwanderung in diese Sozialsysteme und die politische Konsequenz, und das fordert ja auch die AfD in Sachsen, in Brandenburg, bundesweit, die Konsequenz muss ganz klar sein. Sachleistung. Sachleistung statt Geldleistung. Ich verspreche Ihnen. Und ich verspreche Ihnen, das hat sich ganz schnell erledigt, diesen Zuzug. Weil das, was wir an Geldleistungen da bieten, nicht nur für die, die hier sind, ja, sondern auch für die Kinder, die im Ausland leben, das ist schon angesprochen worden, Kindergeld im Ausland. Schauen Sie sich mal die Zahl der Transferleistungen an. Milliarden werden von diesen sogenannten Flüchtlingen in ihre Ursprungsländer überwiesen jedes Jahr. Dieser Anteil ist in Statistiker veröffentlicht worden. Dieser Anteil steigt auch dynamisch die ganze Zeit. Mir hat neulich ein Taxifahrer aus Mecklenburg-Vorpommern gesagt, und das ist ja nur ein einzelnes Beispiel für das, was vielerorts passiert.
Er hat die Nase voll, ständig Syrer und Iraker zum Flughafen zu fahren, die da Urlaub machen. Die machen da Urlaub, wo sie angeblich verfolgt werden. Und das ist die Realität in diesem Land. Und wir sind nicht bereit, uns damit abzufinden, weil das zu Verwerfungen kommt, die wir vorher so nicht kannten. Und die, die hier bleiben dürfen, aktuell werden 2% aller Asylanträge bewilligt. Die, die hier bleiben dürfen, die haben sich zu integrieren. Und da muss man immer wieder ganz klar auf den Punkt kommen. Integration ist die Bringschuld derer, die kommen. Integration bedeutet nicht, dass wir Schweinefleisch aus den Kitaspeisen schmeißen. Integration bedeutet nicht, dass ich meiner Tochter sage, ich habe eine 18-jährige Tochter, dass ich meiner Tochter sage, zieh dich mal nicht so locker an, da fühlt sich irgendeiner provoziert. Integration bedeutet nicht, dass unsere Kinder türkisch oder arabisch in den Schulen lernen. Das alles bedeutet, und Islamunterricht bekommen. Das alles bedeutet nicht Integration. Integration bedeutet, dass die, die kommen, sich anpassen an unsere Leitkultur, unsere Regeln und unsere Gesetze akzeptieren. Und wer sich nicht an unsere Regeln hält, der hat dieses Land zu verlassen. Das ist ganz einfach. Und es liegt ja im Charakter dieser grün-roten, pathologischen Gutmenschen und Kuscheltierwerfer, dass da auch zweierlei Maß angesetzt wird. Da heißt es, naja, das ist schwierig, ne? Da ist es aus einem Land so gewöhnt, da muss man mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Es gibt natürlich auch mal ein Strafmaß. Ja, ich habe das in Cottbus, aus dem Brandenburg erlebt, in Cottbus hat also muslimischer Tschetschene seine Frau erstochen oder ja, sehr auf sie eingestochen, hat sie dann zum Balkon runtergeworfen, ist dann hinterhergelaufen und in die Kehle durchgeschnitten, um sicher zu gehen. Jetzt glaubt ihr, das war Mord, ne? Nein. Das war Totschlag. Das war Totschlag, weil das Ursprungsland ist alles ganz schwierig. Ja? Ich und wir sind nicht bereit, das hinzunehmen. Und deshalb gibt es die AfD, das betrifft ja ganz viele andere Bereiche auch. Und das muss man allen da draußen auch mal wieder sagen, auch den politischen Gegnern. Die AfD ist nicht die Ursache für irgendwas. Die AfD ist die Wirkung auf das Versagen der anderen. Hätten die ihren Job richtig gemacht, dann wäre es so aussehen. Und dann würden wir unseren Beruf nachgehen, wir haben nämlich welche. Wir haben nämlich welche. Und das betrifft große Teile dieser sehr abgehobenen Politkaste eben nicht mehr. Und das ist auch das Problem, das ist nicht unser Problem, das ist das Problem der etablierten Parteien. Die haben völlig die Mehrheitsbevölkerung aus dem Auge verloren. Die ganz normalen Menschen. Ja, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit Gendergaga, Minderheiten, Fetischismus, Toilette fürs dritte Geschlecht. Irgendwas muss nochmal umbenannt werden, Formulare neu gedrückt, weil nicht alle Geschlechter abgebildet sind. Mit so einem Zirkus beschäftigen sich die den ganzen Tag. Und dann opfern sie da, wo noch Sicherheit besteht. Opfern sie das bedenkenlos auf ideologischen Altären. Und das erleben wir ganz krass im Moment mit dieser ganzen Klimadebatte. Ja, der CO2-Wahn. Ja, und immer, wenn du denkst, schlimmer geht es nicht mehr, kommt von irgendwo die Greta her. Ja, ein kleines, mondgesichtiges Mädchen. Ein kleines, mondgesichtiges Mädchen mit zwei Zöpfen. In dem Zusammenhang, es gab übrigens mal... Es gab übrigens mal, ich weiß nicht, wer das weiß, von der Erziehung, von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, gab es mal eine Handreichung an Kindergärtner, an Kita-Erzieher, woran man sehen könnte, dass Kinder eventuell aus einem politisch problematischen Haushalt kommen. Da gehörten auch Zöpfe dazu. Also er sagt, Greta ist es jetzt obsolet und jetzt... Greta zieht durch die Weltgeschichte, gibt es den Papst und Jensen, spricht vom Europaparlament, ja. Macht diese spontane Demonstration. Ja, spontan steht da so eine Bühne vor 5000 Leuten. Fällt spontan diese Lautsprechanlage runter. Das ist alles so spontan. Ja. Und wir wissen, das ist natürlich organisiert. Da steckt eine riesen Lobby und eine riesen Industrie dahinter. Und warum gibt es diesen Hype? Weil diese Klimaideologie quasi religiöse Züge hat. Wir erleben Folgendes.
Uns droht mit dem Klimawandel die ewige Verdammnis. Wir werden das sprichwörtlich verbrennen. Den Kindern wird erzählt, du brauchst doch gar nicht mehr zur Schule gehen. Ja, es ist eh sinnlos, wenn du jetzt nicht auf die Straße rennst, dann bist du morgen tot. Aber es naht auch schon die Erlösung. Und die Erlösung kommt in Form der Grünen. Die sagen, ihr müsst nur alles genau machen, wie wir es sagen. Fliegt nicht mehr in Urlaub. Am besten idealerweise atmet ihr nicht mehr, macht überhaupt nichts mehr. Und dann wird alles gut. Zahlt man kräftig Geld, ne? Erneuerbares Energiegesetz, wir haben die höchsten Energiepreise in Mitteleuropa, damit wir uns da austoben. Und dann wird das Ganze ja in eine Richtung gedrängt, die auch schon höchst bedenklich ist, weil jeder, der nicht derselben Überzeugung ist, der gilt hier entweder als dumm oder dann kommen schon so Begriffe auf Klimaleugner. Was sind Sie, ein Klimaleugner? Ja, ich frage mich, weil das strafbar wird. Klimaleugnung. Und wenn wir der täglichen Propagandamaschinerie auch den Fernsehstationen folgen, wenn man an einer Kreuzung so 3 Minuten neben so einem Diesel steht und man hat überlebt, dann hat man ja echt Glück gehabt. Ja? Das ist das Bild, das Sie da zeichnen. Ein totaler Wahnsinn. Was ist dann die Konsequenz? Ausstieg aus der Kohle, ein Problem zum Beispiel in der Lausitz, das Sachsen genauso betrifft wie Brandenburg. Da werden 20.000 Menschen 20.000 Menschen auf der Grundlage eines ideologischen Wahnvorstellungen in die Arbeitslosigkeit geschickt, indem man einfach mal ein Ausstiegsdatum definiert und sagt, da müssen wir mal sehen. Und deshalb sind wir da dagegen. Und deshalb stehen wir zur Braunkohle, nicht weil wir so toll finden, dass die Landschaft abgebaggert wird, sondern weil wir als Deutschland grundlastfähige Energien brauchen und Strom aus der Steckdose wollen alle. Strom aus der Steckdose wollen auch diese völlig verwirrten Friday for Future Kinder, ja, die sich da gegenseitig mit ihren iPhone 10 fotografieren, weil sie halt so umweltbewusst sind. Ja, und in selben Telefon sind seltene Erden drin, die irgendwo in Drittweltländern abgebaut werden. Da wird ja auch nicht von der Tapete bis zur Wand gedacht bei denen. Ja, die feiern sich selber, und nachhaltig ist da gar nichts. Das sind dieselben Menschen, die zum Primark rennen, sich für 4 Euro ein Hemd kaufen, ja, die einmal im Jahr dann die komplette Wohnung entkernen, weil sie sagen, Ikea macht es möglich, die Sachen sind noch gut. Und ich weiß, die Älteren entsinnen sich noch, die Jüngeren waren da noch flüssig, wie das damals war. Also Leben ohne 30 Joghurtsorten war möglich. Aber da gab es auch keine, wir haben auch überlebt. Ohne Rhabarber-Melonen-Limonade und was es da heute alles gibt in den Supermärkten. Ich bin immer ganz beeindruckt. Ja, wir brauchten auch nicht am Samstag um 20 Uhr Sushi to go aus Rewe. Das gab es alles nicht. Und wir wehren uns, das sage ich auch, was Umweltpolitik angeht. Ich habe mich der Landesvorsitzende der Grünen mal angeguckt auf einer Podiumsdiskussion, der konnte es gar nicht fassen, dass sowas von mir kommt. Natürlich wehren wir, wenn es darum geht, und das ist Umweltschutz und Naturschutz, nicht der Klimazirkus, werden wir unser Konsumverhalten ändern müssen. Es wird wieder darum gehen, den Produzenten um die Ecke, den Bauern um die Ecke zu fördern und zu schützen. Da geht es um Milch aus heimischer Produktion und darum wird es wieder gehen. Weil das ist das Einzige, was Zukunft, und dann heißt es ja, ja, da müssen wir uns ja einschränken. Das stimmt. Dann wird es auch nicht mehr jeden Tag tonnenweise billigstes Fleisch geben, das übrigens sowieso in der Masse so ungesund ist, da brauche ich auch kein Antibiotikum mehr nebenbei nehmen. Ja? Das sind alles Dinge, es geht darum, dass wir uns politisch wieder gesunden. Dass wir uns politisch wieder gesunden auf normales Maß runterkommen in allen Bereichen. Und das ist das, worum es der AfD geht. Und wir haben ja viel mehr Konzepte, Tierschutz zum Beispiel. Wir waren die, die gesagt haben, nicht nur gegen Küken schreddern, wir waren die, die auch gesagt haben, wir wollen keine überregionalen Tiertransporte mehr. Wir wollen, dass Tiertransporte ins Ausland verboten werden, die Tiere können geschlachtet werden, man ist halt in der Lage, dieses Fleisch zu transportieren und. Wir haben jede Menge, und das ist ja auch das Regierungsprogramm der Sachsen, das ist unser Landtagswahlprogramm, wir haben jede Menge Konzepte und Ideen, das macht ja, die AfD ist eine Protestpartei, falsch. Die AfD ist überhaupt die zentrale Problemlösungspartei dieser Zeit. Warum? Weil wir die Probleme auch ansprechen. Weil wir mit dem Mut zur Wahrheit, den fängt ja heute zu klein schon an. Ne? Da kriegen ja manche schon und sagen, bestellen Sie mal in Berlin Friedrichshain Zigeunerschnitzel. Da mutmaßlich lösen Sie damit eine Straßenstadt aus. Ja, was ist denn da in den Köpfen los?
Was ist deine Köpfe los? Das ist eine Sache, das ist eine Frage, die mich ganz oft beschäftigt. Übrigens auch 2015, als in Köln dieser massenhafte Missbrauch von Frauen stattfand. Wo ich mich gefragt habe, wo waren denn da die jungen Männer? Wo waren da eigentlich die jungen Männer? Und ganz exemplarisch für das, was in unseren Köpfen passiert, sind zwei Beispiele für mich gewesen. Einmal die Vergewaltigung einer jungen Flüchtlingshelferin, die das nicht angezeigt hat, weil sie Angst hatte, dass durch die Tatsache, dass dieser Flüchtling sie vergewaltigt hat, das Ressentiments fördert. Das hat sie mit sich machen lassen. Und das zweite Beispiel war für mich dieses junge Pärchen in der Bonner Rheinaue, wo die junge Frau von einem schwarzafrikanischen Bereicherer vergewaltigt wurde. Und was hat der junge Mann gemacht? Der saß daneben und hat sich hinterher beschwert, dass die 110 nicht funktioniert hat. Was ist da in den Köpfen los? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir anfangen, da, wo es am ehesten möglich ist, und deshalb brauchen wir diese politische Verantwortung, das wieder zu reparieren, nämlich in den Schulen. Es ist ja so, dass die Kinder Produkt dessen sind, auch was sie lernen. Und natürlich wollen wir die Bildungspolitik verändern. Wir wollen die Bildungspolitik ganz grundsätzlich verändern. Es muss darum gehen, dass klassische Bildung wieder stattfindet. Wir haben in Deutschland unglaublich, wir haben 265.000 nicht auskunftsfähige Jugendliche. Was ist ein nicht ausbildungsfähiger Jugendlicher? Das ist jemand, der dieses Schulsystem durchläuft, was ja nichts anderes mehr ist als eine staatlich institutionalisierte Verblödung, kommt raus, kennt 27 Geschlechter, ja, kennt 30 afrikanische Trommelgruppen, kriegt aber keinen deutschen Satz mehr auf Papier. Und dann wird uns also erzählt, dass diese Fachkräfte und das Handwerk hat immense Nachwuchsprobleme in unserem Land. Und dann wird uns also erzählt zum Thema Fachkräftemangel, dass die deutschen Jugendlichen, die nicht ausbildungsreif sind, weil sie vermurkstes Bildungssystem durchlaufen haben und deshalb kein vernünftiges Deutsch können, ersetzt werden sollen durch Menschen, die gar kein Deutsch können. Aha, die Logik muss mir mal jemand erklären, ich verstehe das nicht oder ich verstehe die Genialität des Plans nicht. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen an die Bildung rangehen und müssen im Bildungssystem wieder auf klassische Inhalte setzen und auch auf die klassische Art der Erziehung. Und natürlich gehört dazu ein Leistungsprinzip. Wenn ich jetzt höre, dass in manchen Schulen ein Fußballturnier oder eine Siegerehrung abgeschafft wird, ja, wenn ich höre, dass Kopfnoten abgeschafft werden sollen, weil es ja so hart ist für die Kinder, dann werde ich traumatisiert. Ja, beim Sport. Es gibt keinen dritten Sieger. Es gibt keinen dritten Sieger. Und natürlich haben wir alle gelernt, in ganz verschiedener Art und Weise sicher im Leben mal zu verlieren. Weil das dazugehört und weil das den Charakter stärkt und weil das zur Leistung motiviert. Und es nützt eben nichts, die Kinder mit diesem ganzen anti-autoritären Zirkus irgendwie in Watte zu packen und sie dann ein Leben zu entlassen, für das sie gar nicht mehr tauglich sind. Das ist Unsinn, das läuft schief. Und dann sind wir auch gegen Experimente wie die Inklusion. Wir glauben, wir leisten uns in Deutschland ein Förderschulsystem, das für diese Kinder eine spezielle Förderung ermöglicht, das ist im Grunde Luxus, den wir haben. Und es ist völliger Unsinn, die Lehrer, die völlig überlastet sind mit Willkommensklassen, mit Inklusion, damit auch noch zu belasten, weil es dazu führen wird, dass es auf Kosten der Ausbildung geht, die wir haben. Und dann denke ich, ein Thema, das ich auch noch ansprechen möchte im Zusammenhang, ist es wichtig, dass wir uns lösen von diesem Akademisierungswahn. Die Stärke Deutschlands. Die Stärke Deutschlands wirtschaftlich ist der Mittelstand. Das sind nicht die großen Unternehmen, die in weiten Teilen keine Steuern mehr hier bezahlen. Das ist der Mittelständler. Über 50% aller Menschen arbeiten immer noch in mittelständischen Unternehmen. Das ist übrigens, wie andere Sachen auch, ein Rezept, das die Welt mal kopiert hat. Diesen Mittelstand, den müssen wir stärken. Das Handwerk müssen wir wieder stärken. Und es fängt bei der Bildung an. Die Älteren kennen es auch noch. Früher gab es mal Werkunterricht. Ah, da gab es auch Hauswirtschaft, also müssen sich die Jungs auch antun, sowas nicht. Ja, das war sinnvoll, weil mit den Händen, der Jüngere, der heute in der Schule war, hatte mal eine Pfeile in der Hand gehabt. Die können es noch nicht mehr, das merke ich ja selbst bei jungen Menschen, die politisch, jetzt gerade im Wahlkampf, jetzt mal plakatieren geht und so, bei jungen Menschen, die politisch total motiviert sind. Aber wenn ich mir dann angucke, hier mit ihren 10 linken Fingern und wenn die versuchen, da irgendwas zu machen und ich denke, junger Mann, dann wird man nervös, weil sie es nicht mehr können händisch. Also muss man das fördern, wir müssen Lust aufs Handwerk machen. Und natürlich brauchen wir auch Ingenieure. Ja,
ihr müsst, muss irgendeiner muss ja so ein BR bauen oder Stuttgart 21 und so weiter. Also ich denke mal, was ist geblieben von der deutschen Ingenieurskunst, die mal angesehen war in der Welt? Natürlich brauchen wir auch Ingenieure, aber was wir nicht brauchen, ist diese Vielzahl an Geschwätzwissenschaftlern. Ja, es gibt ja unglaublich viele Geschwätzwissenschaftler. Die sehen Sie dann übrigens immer, ich weiß nicht, wer sich das noch antut, in diese Talkshows. Ja, die Talkshows, da sitzen die immer, da ist immer einer drin, bei diesen Geschwätzwissenschaftlern, das ist immer so ein zerzauster Zwölfjähriger, der ist wahlweise Friedensforscher, Konfliktforscher, Gewaltforscher, Extremismusforscher. Ja, der wechselt die Rollen dann auch mal gerne. Ja. Höchste Zeit, dass man auch die Menschen dann merken, dass man mit vernünftiger Arbeit auch mal Geld verdienen kann. Und das müssen wir verändern. Und einige haben es mitbekommen. Dieses System wurde kaputt gemacht. Kurz bevor das Diplomsystem abgeschafft wurde in Deutschland, das sich bewährt hatte, haben die Chinesen das eingeführt. Dann haben wir das Bachelor-Master-System bekommen, das völlig negativ ist. Da geht es ja nicht um klassische akademische Ausbildung im humboldtschen Sinne. Da geht es um Bulimie-Wissen. Die jungen Studenten fressen irgendwas in sich rein an Wissen, kotzen es zur Prüfung wieder aus und haben es danach vergessen. Hauptsache, sie haben diesen Schein. Und Hauptsache, sie haben 16 Auslandssemester absolviert, um ihre interkulturelle Kompetenz zu stärken. Ja. Ich warte drauf, wenn die Chinesen das jetzt haben, dieses Diplomsystem von uns übernommen. Ich warte drauf, dass in 3 oder 4 Jahren irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, also die Chinesen haben ein ganz tolles System, das soll er uns mal anschauen. Ja? Weil es wird nämlich so kommen. Es wird so kommen. Und überhaupt müssen wir das Rad in ganz vielen Bereichen nicht neu erfinden. Finnland hat sein Bildungssystem in 24 Monaten umgebaut. Läuft hervorragend. Flüchtlingspolitik, Australien zeigt, wie es geht. Wenn klar ist, wenn klar ist, dass die, die kein Recht auf Asyl haben, nicht willkommen sind. Wenn klar ist, die Grenzen sind dicht, dann kommt auch keiner mehr. Das spricht sich genauso schnell rum wie die üblichen Sozialleistungen in Deutschland, nur in einer anderen Art und Weise. Und deshalb sind die, die die falschen Anreize zur Flucht schaffen, verantwortlich für das, was passiert. Es sind Merkels Töne. Es sind Merkels Tote im Mittelmeer. Und es sind nicht die Toten irgendeiner verantwortungslosen Flüchtlingspolitik, die der Lösung angibt, dann besteht sein, können alle hier rein, weil es einfach Irrsinn wäre. Und es ist höchste Zeit, dass wir jetzt politisch was dagegen tun, weil es gibt in der Politik Entwicklungen, die kann man umkehren, und es gibt unumkehrbare Entwicklungen. Die Wirtschaft geht es mal gut, der Wirtschaft geht es mal schlecht. Aber was gerade passiert, ist ein Schlag gegen die Substanz unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns jetzt nicht daran machen, dieses Land zu verändern und uns zurückzuholen, dann werden wir dieses Land, wie wir es kennen, verlieren. Und dann wird es aussehen wie, ich war früher auf dem Südfrankreich und anderen Regionen, da sind sie in Nordafrika. Also die Städte, die Gebäude sind schon auf Französisch. Aber wenn die Türen und Fenster aufgehen, da stehen sie in Nordafrika. Und wenn irgendjemand sagt, ja, das ist alles so, ne, das bereichert alles so multikulturelle Gesellschaft, dann muss ich ganz klar sagen, nein, das wollen wir nicht. Ich will keine multikulturelle Gesellschaft. Und ich bin auch nicht, und die erkaufen die ja mit Blut. Leute wie Claudia Roth, Jeff Etzimias, wie sie zu gut zu dir leisten. Wenn wir überlegen, dass 2017 die Statistik des Bundeskriminalamtes ist vor 2 Wochen rausgekommen, so bist kaum durch die Medien getickert, so richtig. Seit 2017 hat sich der Anteil von Tötungsdelikten, von Flüchtlingen an Deutschen um über 100% erhöht. Die Zahl der Sexualdelikte um über 20%, und wir wissen, das sind nur die krassen Fälle. Da ist das nicht dabei, wenn die Mädels nach dem Bahnhof auf dem Bahnhof hinterhergehen. Pult wird oder irgendwelche zotigen Dinger gerufen werden, da könnte meine Tochter dann auch jeden Tag 2 Schlafanzeigen machen bei uns im Dorf. Das ist alles nicht dabei. Und das ist eine Veränderung, die ich nicht möchte. Und deshalb ist für uns ganz klar, ich weiß nicht, wie es in Sachsen ist, habe ich jetzt nicht im Kopf, in Brandenburg, wir fordern zum Beispiel ganz klar,
wenn wir uns mal die Verbrechen angucken, dann lesen wir ganz oft, naja, der ist ja schon straffällig gewesen. Für uns ist ganz klar, als Konsequenz dieser Entwicklung, straffällige, abschiebepflichtige, sogenannte Flüchtlinge gehören inhaftiert. Punkt. Sie gehören inhaftiert. Und dann gehören die abgeschoben. Und wir müssen auch unsere Polizei wieder bewegen, das tun zu können. Weil die Situation draußen ist ja ganz anders. Das hat ja nichts zu tun mit dieser blauen Völkchenwelt. Wenn ich mal den Ministerpräsidenten bei uns reden höre, das wird ja nicht anders sein. Ja? Und der erzählt ja von seiner Regierungsbilanz, dann denke ich mir, in dem Land, von dem der erzählt, möchte ich leben. Hat damit in der Realität nichts zu tun. Und inzwischen ist es in der Politik so ein bisschen wie mit der Warenversorgung in der DDR. Die Pläne sind ständig übererfüllt, aber die Regale sind leider leer. Ja, genauso haben wir es jetzt politisch auch. Und diesen Zustand, den müssen wir dringend verändern. Und natürlich ist die etablierte Politik verzweifelt, da geht es ja um Pösschen und Geld, machen wir uns nichts vor, da geht es längst schon nur noch um Machterhalt. Und es ist gut, dass nach einer kurzen Phase, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, mir ging es eine Weile. Dass ich mir gedacht habe, was willst du eigentlich noch wählen? Kannst du eh knicken, alles in der Suppe. Das ist jetzt anders. Jetzt gibt es die AfD, wir bringen Schwung da rein, diese etablierte Politik. Und auch die Anfeindungen gehören natürlich dazu. Ich muss sagen, mir persönlich geht es so, wenn ich morgens in den Landtag gehe, das war ja auch für diese Wohlfühlzone der Etablierten. Na, jetzt, wo die AfD da ist, ist nicht mehr ganz so. Aber wenn ich da morgens reinkomme, dann laufe mir so die ersten linken Abgeordneten über den Weg und dann schaue ich mir diese Darmverschlussgesichter an. Ja, da habe ich die ersten 5% meines politischen Kampfauftrages bereits erfüllt. Ja, der Rest schließt sich dann an. Und es ist wichtig, dass wir denen Druck machen. Demokratisch, gewaltfrei und friedlich. Und es ist ganz wichtig, dass wir immer mehr Menschen überzeugen. Das fängt ganz klein an. Wir müssen wieder anfangen zu entwöhnen an die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben. Wir müssen wieder anfangen, unsere Meinung zu sagen, aufrecht. Wir müssen wieder anfangen, aufrecht zu gehen. Überhaupt. Das fängt in ganz kleinen Dingen an. Wer wechselt denn die Straßenseite? Wer wechselt denn die Straßenseite, wenn in irgendeinem Ort am Bahnhof diese jungen syrischen und afghanischen Deserteure da rumhängen mit Handymodellen, die ich nicht kenne, hinter ihnen das Kopftuchgeschwader mit dem Dreifachkinderwagen? Wer wechselt dann die Straßenseite? Das sind die Deutschen. Und ich bin nicht bereit, diesen Zustand hinzunehmen. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit, mich zu unterwerfen. Denn das, was uns propagiert wird als Integration, das ist keine Integration. Die Frage ist doch, wer integriert denn da wen? Und das Wort heißt Unterwerfung. Und der Präsident Berater des ungarischen Präsidenten hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, in Deutsch, mit einem fantastischen Dialekt, der gesagt hat, wir wollen uns von fremden Menschen nicht sagen lassen, wie wir zu leben haben. Wir wollen auch in Zukunft Schweinefleisch essen. Wir wollen halbnackt durch die Stadt laufen dürfen. Genau das wollen wir alles. Und wir sind nicht bereit, irgendwelche Abstriche und Kompromisse zu machen, weil wir es nicht müssen in unserem Land. Und ich habe die Nase voll, mir Denkverbote aufoktroyieren zu lassen. Das ist ja viel geschickter als vor 89. Jetzt wird die Mauer ja in den Köpfen gezogen. Die Mauer wird in den Köpfen gezogen. Und im Grunde geht es darum, an eins, das umzusetzen, was im Grundgesetz steht. Da wurde tatsächlich in diesem zusammengeschmierten Sextaner-Aufsatz des Verfassungsschutzes über die AfD dann gesagt, ja, die AfD bezieht sich aufs Volk. Ja, und das Volk ist ja, weil das so beschlossen und im Umkehrschluss und dann dreimal um die Ecke argumentiert, dann bedeutet das eine Ausgrenzung der anderen. Also das Volk schon mal ganz bedenkliches Indiz, dass man sowas sagt. Steht im Grundgesetz. Steht alles im Grundgesetz. In der Ursprungsurkunde ist das Wort Volk, deutsches Volk, sogar groß geschrieben. Und deshalb reden wir auch nicht von denen, die schon länger hier waren. Wir reden auch nicht von der Bevölkerung. Sondern wir machen Politik für das deutsche Volk. Und deshalb ist es wichtig, dass in Brandenburg und in Sachsen, dann im Oktober in Thüringen, die Etablierten
ihr blaues Wunder erleben. Und ich freue mich schon drauf. Das ist nicht und jeder kann was tun. Jeder kann was tun. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wenn man nur wieder anfängt, seine Meinung zu sagen, wenn man nur wieder anfängt, Dinge nicht hinzunehmen, jeder kann was tun. Und wissen Sie auch, was ich mich an den Wahlabend am meisten freue? Auf die blöden Gesichter der anderen. Da freue ich mich am meisten auf. Und dann kommt ja immer, das erzähle ich auch mal gerne, dann kommen ja immer diese Erklärungsmodelle, wenn sie verloren haben, ist dann ja, das Wetter war zu gut, das Wetter war zu schlecht. Und dann kommt der eine magische Satz. Der lautet, ich werde es auch wieder hören am 1. September. Wir haben es nicht verstanden, den Menschen unsere Erfolge zu vermitteln. Ja, der Satz kommt garantiert. Ja, was heißt der Satz? Der Satz heißt, die haben alles richtig gemacht, nur wir waren wieder zu blöd, es zu kapieren. Ja, das bedeutet dieser Satz, was für eine widerliche Arroganz. Was für eine widerliche Arroganz. Die Arroganz hat mich auch dazu gebracht, in die Politik zu gehen. Und manchmal, das darf ich eigentlich nicht laut sagen, wenn ich hier, Ernst Jünger hat mal geschrieben, im Wahlgang, schon vor einigen Jahrzehnten, noch nie hatten so viel belanglose Gestalten so viel funktionale Macht. Und wenn ich in die Parlamente manchmal reingucke, dann drängt sich mir der Eindruck auf, dass die Schnittmenge derer, die da in die Politik gegangen sind, mit denen, die als Kind zu denen gehörten, die auf dem Pausenhof immer in die Mülltonne gestopft wurden, relativ hoch ist. Relativ hoch. Und wenn ich mir dann anschaue, dass diese Menschen Verantwortung haben für dieses Land, dann wird mir Angst und Bange. Aber Angst ist kein guter Berater. Mut ist der bessere Berater. Und das machen wir jetzt als AfD. Und deshalb ist der 1. September, wir machen jetzt eine Wende 2.0-Kampagne bei uns, unter dem Motto, die friedliche Revolution mit dem Stimmzettel, werden wir am 1. September die Wende vollenden. Die Menschen sind nicht 89 auf die Straße gegangen, um jetzt den Müll zu wühlen. Die sind nicht auf die Straße gegangen, um Islamunterricht ihren Kindern angedeihen lassen zu müssen. Die sind nicht auf die Straße gegangen, um zu überlegen, was kann ich im Alter überhaupt noch machen? Kann ich irgendwas machen? Ja, auch wenn es diese ganzen Placebo-Maßnahmen nicht gibt. Wir erleben erst Wahlgeschenke. Ja, vorher gibt es ja mal Wahlgeschenke. Der Ministerpräsident fährt mit seinem gepanzerten Wagen und schmeißt diese Fördermittelbescheide aus dem Fenster. Plötzlich entstehen über neue Feuerwehrhäuser. Ja, alles das war vorher nicht drin. Auf bundespolitischer Ebene ist ja genauso. Ja, da wird dann das Kindergeld erhöht. Ja, Kindergelderhöhung 2,50 €. Die Eltern wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Ja, Rentenerhöhung genau dasselbe. Da gibt es ein paar Prozent mehr Rente. Ja, dann fangen die Senioren alle an, diese Kreuzfahrtkatalogen zu blättern. Was macht mit der ganzen Rentenerhöhung? Ja, alles Lug und Trug. Und deshalb ist es wichtig, dass die AfD stark wird. Sachsen ist da uneinholbar. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bei uns sieht es auch nicht schlecht aus, weil es die stärkste Kraft in Brandenburg mit 4% Abstand. Und dann möchte ich auch noch einen Halbsatz anbringen. Das innerparteiliche Ost-West. Natürlich kann man das nicht vergleichen. Weil es eine ganz andere Geschichte ist. Und natürlich müssen die Menschen im Westen anders angesprochen werden, weil sie eben nicht die Wendeerfahrung haben. Die in den Familien so gegenwärtig ist, immer noch. Und brauchen vielleicht ein bisschen länger. Aber, und das meine ich außer wie innerparteilich, da soll uns keiner, der im Westen unter Schmerzen 8% einfährt, erzählen, wie wir hier im Osten unseren Job zu machen haben. Das muss man mal auch ganz klar sagen. Aber was mich eigentlich motiviert, und ich mache das gerne, was ich tue, und es ist, ich nehme in großer Demut zur Kenntnis, dabei sein zu dürfen, wie wir Land verändern. Unglaublich, was wir in 6 Jahren geschafft haben, auch wenn viele sagen, naja, das wird ja, ob das was bringt, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Wer hätte 1984 an die Wende geglaubt? Wenn irgendeiner gesagt hat, 1984, da kommt die Wende, der sagt, ja klar, was trinkst du da eigentlich? Ja. Veränderung ist machbar und Veränderung ist möglich. Und was mich eigentlich motiviert, ich habe 3 Kinder, also Kinder 22, 20, 18, aber Kinder bleiben sie immer. Ich möchte nicht
dass sich meine Kinder irgendwann mal fragen, was hast du damals getan? Was hast du damals getan? Als die Raute des Grauens Angela Merkel und ihre Kamarilla in Bund und Land dieses Land an die Wand gefahren hat. Weil ich damit beschäftigt war, mein Reihenhaus aufzubezahlen. Weil abbezahltes Reihenhaus ist im Kalifat ganz genau gar nichts wert. Und dann möchte ich sagen können, ich habe mich mit allem, was ich bin, eingesetzt, dieses Land zu bewahren, das Erbe unserer Väter und Großväter zu schützen und dieses Land meinen Kindern in den Zustand zu übergeben, wo ich sagen kann, da kann man auch noch einen Spiegel schauen. Und deshalb holen wir uns gemeinsam am 1. September im nächsten Schritt ein gutes Ergebnis. Und ich bin zuversichtlich, die AfD ist längst gekommen, um zu bleiben. So wenig das den anderen gefallen mag. Wir haben eine Menge Antworten. Ich denke, der 1. September ist der erste Schritt. Und da holen wir uns unser Land zurück. Vielen Dank.